Wieder grossräumig abgesperrt. Keine Ahnung, wie ich dort hinkomme, wo ich gerne möchte. Keine Ahnung, was das Ganze soll. Oder seht ihr? Die hat mich hier vorgeschickt, die hat mich hier hingeschickt. Wie komme ich dort hin? Ist dort der Eingang? Dankeschön. Grüß dich miteinander, ich komme an die Demonstration. Ich werde von einem Ort zum anderen geschickt, ich möchte eigentlich dort hin. Wollt ihr da rein? Hm? An die Veranstaltung? An die Veranstaltung, für das sind wir direkt aus dem Solothurnischen gekommen. Okay, okay. Mit das ist sehr gut, danke. Nein, es ist nicht gesperrt, aber wir haben ein Problem mit der Antifa. Mit was? Mit den Antifaschisten, die hier ja. stören. Ja, wir sind aus dem Solothurnischen, wir sind extra gekommen. Wir sind viel zu spät gekommen. Ja, ich weiss es, aber wir sind extra gekommen. Ich möchte gerne an die Demonstration. Also gut, ja, wir warten, ja, wir haben ja Zeit. Und immerhin, wir sind ja da, oder? Eben, genau. Was ich schon dahinter gehört habe, von daher wird es nicht so gut. Immerhin tun wir keine Sachen verschlagen, oder? Ja, finde ich auch korrekt. So. Ja, ist schon so. Aber das ist scheinbar beliebter. Black Metals. Ja. Jetzt haben wir uns nicht dabei, unsere Verfassung. Das ist ja verwenkt. Ja, eben. Lachhaft, nicht ein Trauerspiel. Ja. Das ist einfach lachhaft, das Ganze. Juhu! Ich wusste, es wäre ja Pharao, aber eben, sind wir halt hier. Kommt gut. All die. Ist ein Ereignis. Schon so. Die erste bewilligte Demonstration nach der Kultur. Wir haben hier gemacht. So gut. Ja, genau. Aha. Ja. Ja. Ja, ja. Vielleicht irgendeine Stelle. Das ist es schon. Wird in den Geschichtsbüchern schon mal stehen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fragt sich dann noch, was die Geschichtsbücher steht. Ja, ja, kann man darüber reden, genau. Das sind Bürgerforum Schweiz ist auch so ein junger Verein, der es noch nicht lange gibt. Sie gehen mit mir einig, das letzte Zeit, weil kommen die Drecken falsch. Die dürfen ihnen aber mehr nicht. Das ist noch lieb. He? Es ist schon verrückt, er braucht schon extrem viel Sicherheit für das bisschen Volk, das sich da ein bisschen äußert zu ihrem Grundrecht. Das ist irgendwie ganz wichtig. Ja. Ah, die Antifa. Ah, wegen der Antifa, da bitte sind wir drin. Also wegen der Antifa darf ich nicht zu den Leuten, die ich mit ihnen abgemacht habe. Und, ja. 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 Glaube ich auch einfach nicht. Hey. Ja. Ja,
aber rein dürfen wir immer noch. Wir dürfen immer noch nicht rein. Die Sicherheit ist aber verstärkt worden, aber rein dürfen wir immer noch. Nein, es ist einfach zu viel. Ja, wir sind extra aus dem Solothurn hingefahren, für dorthin zu gehen, aber sie lassen uns nicht rein. Soll ich Ihnen was sagen? Gehen Sie dort, wo Tram ist, Bahnhof, tausende Leute zusammen, nur das nicht. Warum? Ja, warum? Genau, weil sie blöd sind und blind sind. Hören Sie zu, wissen Sie, was da läuft? In Deutschland haben Sie jetzt Reisefreiheit weggenommen, den Leuten. Es ist ein Betrug. Haben Sie Bodart gelesen? Und Bardi, haben Sie das? Wissen Sie das? Natürlich. Das ist doch nicht normal. Das ist Schiffmann. Ja. Endlich in der Schweiz jemand. Ja, aber dort sind sie auch. Wir haben abgemacht. Wir haben uns mit ihnen. Entschuldigung. Aber wenn ich extra hier fahre, dann müssen Sie mich doch verlassen. Das Problem ist einfach, Sie müsst euch registrieren. Die meisten Leute ja, deswegen also ich habe vom Registrieren, beim Registrieren, vom Registrieren hat mir niemand etwas gesagt. Es hat niemand, also nein, Kolleginnen, die dort sind, die haben sich auch nicht registriert, sind eben ähnlich als ich. Alle da vorne sind gestanden, ja gut, da dann, aber nicht vorher. Nein, jetzt hier haben sie alle. Ja, aber das ist... Ja. Nein, sie wollen Namenliste haben. Ja, das auch. Sie haben recht. Nein, es ist einfach... Wahnsinn, Verfolgung. Das ist unglaublich, ja. Ich bin im Kommunismus aufgewachsen, ja. 30 ja. Jahre. Ja. Das Schweiz ist sowas gefallen. Es unglaublich. Gibt ja Grund, wenn wir hinten dran die Reichen haben. Ja. Wir haben den Soros, wir haben den Rothschild, ja, ganz genau. Was wendet ihr noch mehr? Ja, und Medienwerte. Nein, nie. Ja. Nein. No way. Sie kommen nie. Polizei. Wir haben ja viel nicht gewusst. Und jetzt, wenn du schauen, jetzt kommt alles aus. Was das für jetzt kommt alles aus, gell? Alles, Ja, ganz genau. Aber diese hier Kippen, die hier stehen, haben sie keine Angst wegen Impfen. Ihre Kinder werden geimpft. Wer weiß wirklich, was dahinter alles steht? Es kommt nicht Medien werden so etwas prozessiert. Die andere Seite schafft es. Ja, es ist schon möglich, aber nicht ohne Widerstand. Natürlich nicht, da gehen sie mir da. Genau. Aber die andere Seite schafft es. Ich habe dort viele Bekannte. Ich kenne komplett alle. Daniel Stricker und so weiter. Ich will sie sehen. Ich wäre auch gerne da oben. Nein, ich habe gesagt, ich hätte noch einen Laden. Ich habe gesagt, ich komme nicht. Wegen dem Registrieren lassen. Ah ja, das ist aber gut, das habe ich auch nicht gewusst. Ah, ja. Ich habe 70 Jahre gesagt, nein, das kann ich nicht. Ja, Pause, ja das stimmt. Kündigung. Getroffen worden, letzte Woche. Also, wenn ich meine Meinung nicht ändere, wird mir gekündigt. Unterricht bin ich Lehrerin. Ja, doch. Hast du das gehört, Hannes? Sie ist Lehrerin. Er ist, wenn sie die Meinung nicht ändert, droht worden. Wenn ich Meinung nicht ändere, wird es mir gekündigt. Hä? Hast du das gehört? Und ich werde nicht meine Hände desinfizieren mit Schwermetallen. Ich habe MS bekommen. Nach Impfung habe ich vor 10 Jahren MS bekommen und ich musste mich selber heilen. Und mir sagt jemand, ich soll das mitmachen. Nein. Sie wissen ganz genau, dass es schädlich ist. Sie werden einfach einen gewissen Teil Leute weg haben und fertig. Richtig. Ganz genau. Kontrollierbare Masse. Sie glauben, ich bin eine, die ins Loch runtergehen. Hä? Ohne Zeichen. Ich bin tief im Sumpf. Oho. Okay, für eine Frau auch noch ungewöhnlich in diesem Fall. Und wir haben das mitgemacht. Wir sind nach dem Weltkrieg, wir wissen, was das ist, die sicher auch. Aber ich muss Ihnen nur was sagen. Stellen Sie sich vor, in der Tschechoslowakei hat man mich so geimpft, eine schönere Zeit, wenn das dass Sie Einladung bekommen. Jetzt macht man das. Und Sie bauen jetzt Zentren, Impfzentren, wo Sie Einladung bekommen. Wenn Sie nicht kommen, sich impfen, kommen 3 Polizisten zu Ihnen. Und ich frage mich, wenn ich beschädigt werde wieder, ich habe MS bekommen, ja, wer zahlt das? Wir Alten müssen ja beschädigt werden, wir müssen weg. Natürlich, ganz genau. Das ist, ja, ich arbeite im Altersheim, wir können das Ganze. Ja. Ganz genau. Ich habe eine Frage. Und wir schauen. Ich habe eine Frage. Ich habe ja dort, ich filme ja dort Polizisten, aber euer Ton ist getroffen. Darf ich es gleich weiter schicken? Ja, es ist ja ohne Namen, ohne Gesicht. Nein, nicht mich erkennen. Vielleicht doch nicht. Gut, dann schicke ich es nicht weiter. Oder machen Sie einen neuen Film jetzt? Ja, genau. Machen wir einen neuen.